So, da sind wir auch schon wieder, meine lieben Rollenspielfreunde, bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ich habe gerade eben ein bisschen im Steuerungsmenü rumgefuscht, weil ich gemerkt habe, dass ich meine Steuerung aus Dark Souls 1 und 3 auf einmal wieder übernehmen kann. Hier Dark Souls 2, das ist mir nämlich aufgefallen, als ich im Startmenü war, stand da oben eine Kalibrierungsversion, die für mich neu war. Also Kalibrierungsversion ist die Steuerungsversion. Und jetzt kann ich halt wieder wie in Dark Souls 1 und 3, wie es bei mir ist, wieder so steuern. Das hilft mir ein bisschen, mich wieder richtig zu gewöhnen. Also, dass ich mich nicht immer umgewöhnen muss an die Steuerung. Weil bis jetzt war es in Dark Souls 2 für mich so, dass ich mit der rechten Maustaste geblockt habe. Das mache ich in Dark Souls 1 und 3 mit der Shift-Taste. Mit der Steuerungstaste habe ich pariert, beziehungsweise den schweren Angriff vom Schild gemacht. Das habe ich also in Dark Souls 1 und 3 habe ich das mit der Steuerungstaste gemacht. Hier habe ich das immer mit Shift-Rechtsklick gemacht. Mit Rechtsklick habe ich in Dark Souls 1 und 3 schweren Angriff gemacht, also diesen hier. Den musste ich immer mit einem doppelten Linksklick hier machen, was teilweise ein bisschen schwierig war. Und ja, auf der normalen Linksklick-Taste war immer der normale Angriff. Okay, das war jetzt wahrscheinlich ein heilloses Durcheinander. Auf jeden Fall liegt jetzt bei allen drei Teilen bei mir Blocken auf der Shift-Taste, Parieren auf der Steuerungstaste, Angriff auf der Linksklick-Taste, schwerer Angriff auf der Rechtsklick-Taste. Da muss ich mich nicht immer umgewöhnen, dass ich mit der rechten Maustaste blocken muss. Hier. Gut. So viel dazu. Wir gehen jetzt endlich zurück in die Irridenspitze. Irridenspitze. Lass es uns einfach Irvan Peak nennen. Der englische Titel. Ja, oder der giftige Vergnügungspark, wie ich ihn auch manchmal gerne nenne. Das sieht man nämlich gleich. Obwohl, ich will das gar nicht sehen. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich hier unten noch ein bisschen versuchen wollte, Koop zu machen. Wenigstens ein oder zweimal. Deswegen, wo ist mein Stein? Da ist mein Stein. Mal gucken, ob mich jemand ruft. Währenddessen schalte ich die hier wieder aus. Die hat irgendwie gar keinen Bock. Deswegen ist sie jetzt tot. Du auch. Ah, das ist schon viel angenehmer, so zu steuern. So. Weg mit dir. Du droppst wahrscheinlich. Oh, giftige Wurfmesser. Weg mit dir. Und weg mit euch. Ja, die spucken übrigens Gift, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Oh, ein Blutungsstein. Brauchen wir nicht unbedingt, ist aber trotzdem sehr nett. Dich da können wir auch noch ausschalten. So. Und dann warte ich jetzt hier noch 2 Minuten, ob mich einer beschwören kommt. Wenn nicht, versuchen wir es einfach beim nächsten Boss. Den habe ich getötet. Der hängt jetzt einfach da so rum. Ja. Lassen wir ihn rumhängen. So, das funktioniert noch zweihändig nehmen mit Tab. Dann können wir nämlich auch mal den da ausschalten. So. Oh, für eine Tita. Oh, ach ja. Das könnten wir auch mal machen. Ich habe ja jetzt genügend Titanitscherben. Also erstmal warte ich noch die 1 Minute hier und gucke, ob einer mich zum Koop einlädt.
Das geschieht hier nämlich doch eher häufiger, weil eben hier um die Ecke der Sonnenaltar ist. Feuerbannschrei, den gibt es hier ja gar nicht eigentlich. Scheint aber nicht der Fall zu sein, dass mich jetzt gerade einer einladen will. Und ja, ich guck mal kurz in unsere Splittersammlung. Wie viel haben wir denn? 17 Stück. Das reicht fast um drei unsere Rüstungsteile auf plus 3 zu bringen. Wenn ich noch einen Splitter kaufe für 1000 Seelen bei der Erzhändlerin, kann ich drei Teile auf plus 3 bringen. Fordalva-Rüstung. Die werden wir nämlich jetzt eine ganze Weile tragen. Ihr könnt sogar noch mehr kaufen. Und alles upgraden. Jedenfalls. Ja, wenn ich mir noch drei kaufe, kann ich wenigstens das letzte Teil auf plus 3 bringen. Auf plus 2 bringen. Kann ich nicht, weil ich nicht genug Seelen dann habe zum Upgraden. Das habe ich nicht bedacht. Ich habe sowieso jetzt wahrscheinlich nicht genug Seelen zum Upgraden. Ja, Rufsymbol ist verschwunden. Das ist okay. Waffe, Rüstung verstärken. Ich würde gerne Rüstung verstärken, also nicht die Männchenteile, sondern erstmal die Rüstung, da die den meisten Bonus gibt und am teuersten ist. So, und jetzt haben wir schon nicht mal mehr genug Seelen für ordentliche Upgrades. I'll be around. Und ich werde jetzt auch nicht unbedingt Inventarseelen benutzen. Wobei die schwindenden Seelen, die bringen nicht viel, bringen aber genug für noch wenigstens ein Upgrade. Jo. Na, wenigstens den Helm auch noch mal auf plus 1 bringen. So. I'll be around. Weil wenn ich Seelen benutze, dann geht mein Seelengedächtnis hoch. Und wenn mein Seelengedächtnis hochgeht, wird Koop schwieriger. Und dann kommen wir in keine Sonnenmedaillen. Und ja, ich habe gleich geguckt in der Irdenspitze, ob hier Phantome spawnen können. Ist aber auch egal. Also für das andere Covenant, für die Way of Blue. So. Das platzieren wir mal hier. Wenn es verschwindet, verschwindet es halt. Wenn wir gerufen werden, dann ist es gut. So, wir sind in der giftig im giftigen Vergnügungspark. Das sehen wir eben nicht wegen den Zahnrädern. Und als Phantom in eine andere Welt gerufen. Na, sehr schön. Kriegen wir ja doch noch unsere Koop-Münzen zusammen. Ein bisschen. Hallo Jubel. Du siehst creepy aus. Winken wir dir mal. Ich muss mal dringend gucken, dass ich die Gesten. Die. Wie heißt das? Die Gesten richtig arrangiere nach diesem Koop. Und hallo, Fresssack-Dämon. Wow. Ich bin gerade richtig froh, dass ich die Steuerung wieder habe. So macht das Spiel doch. Du solltest nicht sterben, sonst kriege ich nämlich keine Belohnung. Ich sollte aber auch nicht sterben, sonst kriege ich nämlich auch keine Belohnung. Und vielleicht sollte ich nicht so zupieksen, sondern normal.
Jetzt rollt er wieder. Und jetzt ist er tot. So. Und wir haben wieder Seelen, mit denen wir die Rüstungen verbessern können. Ja, und der freut sich nast. Gut. So, wir sind wieder hier. Dann gehen wir doch gleich mal zurück und setzen das Rufzeichen neu. Vielleicht kommt ja noch mal einer vorbei, der hier Hilfe braucht oder Hilfe will. So, dann arrangiere ich mal kurz die Gesten neu. Ändern. Da hätte ich gerne erstmal verbeugen drin. Da hätte ich da gerne winken. Wo bist du? Freude. Nein, wo ist winken? Zeigen, verbeugen. Kommt schon, winken, genau. Dann auf jeden Fall praise the sun. Dann wäre Freude nicht schlecht. Können wir mal kurz testen. Jo. Freude. Yay, Kriegsschrei brauchen wir nicht. Okay, wäre nicht schlecht noch. Das ist zeigen, das kann da bleiben. Siegerfaust ist okay und nichts da ist halt. Nö, 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 nö. Ja, das kann auch so bleiben. Gut. Dann versuchen wir jetzt mal Fortschritt zu machen. Der Erden in Earth am Peak. Du hast mich wohl vergessen, Kumpel. Ja. Die zwei könnten etwas ungemütlich werden. So. Der eine ist am Gift gestorben, der andere ist an meinem Speer gestorben. Alles kein Problem. Normalerweise war das Männchen eigentlich darauf abgesehen, darunter zu springen und mich in einen Hinterhalt zu locken. So wie der Typ da drüben, der sich hinter der Truhe versteckt. Wow, oh, oh, oh. Ich habe vergessen, die Steuerung ist jetzt ein bisschen anders. Ja, der da. Den sollten wir uns merken für die Zukunft. Und hier sollten wir auch immer aufpassen, weil hinter den, in diesen Gefäßen ist immer noch Gift drin. So. Deswegen vorsichtig pieksen. Ein schimmernder Lebensstein. Und neuer Gegnertyp. Ach ja, und da drüben sind Bogenschützen. So, erstmal dich hier anschießen. Dann kommst du nämlich hier rüber. Ja. Und machst uns böse Schaden. Und jetzt will er auch noch trinken. Ja, ein Grabwächter. So, die beiden Jungs ignoriere ich einfach mal und laufe durch. Auf die andere Seite. Lass die Leiter mal, wo sie ist. Lass die Jungs, wo sie sind. Wenn ich hier dran ziehe, genau gehen diese Gefäße hier hoch. Da müsste das auf der anderen Seite eigentlich auch hochgegangen sein. Gucken wir mal kurz. Ich hoffe es jedenfalls mal. Nein, das geht nicht hoch. Okay. Die sind nämlich mit Giftsapsche vollgepumpt.
Ja, und es ist laut hier. So, hier unten. Ach ja, hier geht's zu dieser Truhe. Und hier muss ich die beiden Kerle leider aus dem Weg räumen. Ja, toll. Das klappt ja sehr gut hier. Und ich bin vergiftet. Das ist nicht so schön. Blöder Türrahmen. Ja, Bogenschießen für Amateure.